Hallo und grüß Gott. Es ist wieder Auszeit. Heute habe ich einen Vers aus Psalm 39 dabei. Und da heißt es: Ich habe mir vorgenommen, ich will mich hüten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Einer alten Geschichte nach schrieb der Kapitän eines großen Schiffes in das Logbuch: Der erste Steuermann war heute betrunken. Als der Steuermann wieder nüchtern war und den Eintrag las, wurde er ein wenig missmutig und traurig. Er bat den Kapitän, den Eintrag wieder zu streichen. Da er vorher noch niemals betrunken war und es auch in Zukunft nicht wieder sein wolle. Aber der Kapitän blieb hart und er meinte: In dieses Logbuch schreiben wir immer die uneingeschränkte Wahrheit. In der nächsten Woche machte der erste Steuermann die Eintragungen in das Logbuch. Und er schrieb: Heute war der Kapitän nüchtern. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist es überhaupt möglich, dass Menschen übereinander die letztgültige Wahrheit wissen und sagen können? Wie oft sind unsere Wahrheiten nur Teilwahrheiten, Halbwahrheiten und winzige Ausschnitte aus einem größeren Zusammenhang? Die Wahrheit über Menschen und das Leben ist wohl komplizierter und oft genug widersprüchlicher, als wir meinen. Man kann mit der Wahrheit lügen und großen Schaden anrichten und sich gegenseitig tief verletzen. Die ganze Wahrheit ist für uns überhaupt nicht erkennbar. Darum sollten wir uns auf den besinnen, der allein den ganzen Zusammenhang kennt und alles durchschaut. Gott allein sieht die ganze Wirklichkeit. Jesus allein ist die letzte Wahrheit. Und er ist zugleich die reine Liebe. Nur in der Versöhnung von Wahrheit und Liebe ist es möglich, dass die Wahrheit nicht verletzend und die Liebe nicht verlogen wird. Ich wünsche Ihnen alles Liebe, alles Gute. Bleiben Sie behütet. Bis zur nächsten Auszeit.